Knapp 400 Kilometer südlich will Morlock-Chef Michael heute seinen gekauften Helikopter nach Hause bringen. Doch das bayerische Wetter sieht das anders. Alter, wer hat sich denn das gewünscht? Wer hat sich denn das gewünscht? Da brauchst du doch einen Helikopterpiloten mit einem 100 Meter langen Blindenstock, um nach Hause zu kommen. Oder nicht? Heute kaufen wir schnell 4 kleine Batterien, bauen die da vorne rein und lassen das Ding laufen. Wenn wir Glück haben, war die Startschwierigkeit von der Turbine nur der schlechte Anlasser. Wenn wir Pech haben, fangen wir um 9 Uhr an, die Turbine jetzt wirklich auszubauen. Michaels neueste Errungenschaft, eine polnische Mi-2 in gutem Zustand. Zumindest äußerlich. Wir wollen jetzt die Turbine laufen lassen, um zu gucken, ob das irgendwie so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Dafür müssen die Turbinen mit richtig Drehzahl angelassen werden. Für die richtige Drehzahl brauchst du eine Menge elektrische Energie. Die Batterien von so Helikoptern sind eigentlich sowieso bauartgemäß immer zu klein. Wir packen da jetzt noch mal 2 große LKW-Batterien dran. Eigentlich, damit könnte es gehen. Also wir wollten da eigentlich so starke Optima-Batterien reinmachen, die wirklich genug Dampf haben. Aber der Michael hat wohl tatsächlich recht, dass die da nicht reinpassen. Es fehlt nicht viel, aber es fehlt was. 24 Volt braucht es, um den Hubschrauber zu starten. Und ein paar Zentimeter weniger Batterie. Wir müssen gucken, ob wir irgendwie Herr über diese Batterie-Situation hier werden. Da fehlt so ein kleines bisschen, dass die, wenn wir die auf die Seite legen, da rein machen können. Hier innen drin sind jetzt so Schienen. Der Michael schraubt jetzt das Kabel da raus. Und dann gucken wir, ob wir die Schienen weggesägt kriegen. Weil das könnte genau das Stück sein, was uns fehlt, damit die Batterien da reinpassen. Weil die Batterien sind einfach 10-mal stärker wie alles andere, was da sonst reinpassen würde. So sieht so aus, als könnte es gehen, ne? Fest davon überzeugt, heute noch abzuheben, fehlt jetzt nur noch der Helikopterpilot. Markus, mein Freund, sind Sie angekommen? Ja, endlich. Hallo. Schön, dich noch mal zu sehen. Ja, schön. Danke. So. Mein Name ist Walz Markus, bin aus der Schweiz. Bin hier, weil ich Michael kenne seit einiger Zeit. Habe 2, 3 Sachen schon gemacht mit ihm. Und ich habe das Rating für diesen Hubschrauber Mi-2. Da fliege ich seit 1992, dieser Typ. Markus Walz ist Helikopterpilot und Helikopterlehrer. Markus Walz hat, nachdem er den Helikopterschein gemacht hat, ein paar Jahre in Polen mit so einer Mi-2 irgendwelche Waldgebiete mit irgendwas versorgt. Der kennt sich mit dem Ding ganz genau aus. Der hat ein Gefühl dafür, der hat da viele Stunden drauf. Das ist genau der Mann, den wir brauchen für diesen Überführungsflug. Markus! Hallo! Und? Guck mal, wir haben eine tolle Batterie zusammengebaut. Hallo! Pass auf. So. Gute Fahrt gehabt? Alles tipptopp. Danke vielmals. Komm mal her. Alles gut. Du musst mal reinklettern. Du musst da links hin, damit ich dir erklären kann, was die Schwierigkeiten hatten. Gestern haben die Morlocks schon 6 Stunden daran gearbeitet, den Heli zum Laufen zu bringen. Wir haben ja erst gedacht, das ist die Fuel Control Unit. Dann habe ich 2 Triebwerke besorgt. Da meinte der Waldeck gestern, er glaubt, es ist der Anlasser. Dann haben wir den Anlasser von einem von den Triebwerken ausgebaut. Dann haben wir den innen drin poliert, geguckt, ob alle Kohlen funktionieren, haben den gestern Abend eingebaut. Die Batterien, die da drin sind, sind 5 Jahre alt, die sind im Eimer. Sollen wir denn, ihr könnt ja sitzen bleiben, sollen wir die Batterie mal gerade reinstecken? Und externe Batterien haben wir auch noch mit, die dran machen. Willst du dann mal versuchen, Markus? Können wir machen, ja. Ja, dann wir machen jetzt als erstes mal nur vorne die Batterie rein. Kommt. Ja, du kannst auch mal nur die vorne, dann ist der Startvorgang eigentlich ganz normal, ja. Normal ist die improvisierte und passend zugesägte Batterie nicht. Aber was ist hier schon normal? Unser Plan ist natürlich, dass wir jetzt gleich damit hier wegfliegen. Idealerweise geht das jetzt einfach direkt an, tropft kein Öl, qualmt nicht, läuft prima und dann können wir nach einem kurzen Probeflug alles einpacken und nach Hause fliegen. Wir versuchen es jetzt mal, der Michael schaltet mal nach vorne. Vorne haben die Morlocks eine 24-Volt-Batterie angeschlossen. Ja, und dann schauen wir hier die Pumpe ein. Zeit 1 geht auf Pumpe 2. Einschalten. Wieder ein. Pumpe
umschalten, dann ist es okay. Ja. Jetzt können wir das Freigerotto. Ist der Motor frei? Oder können wir links anmachen oder rechts? Eigentlich wir müssen wir rechts. Wir rechts wollen beide machen. Ja. Okay. Und dann probieren wir das mal. Nee, rechts. Ja. Warte nur, Chef. Ist alles weg? Ja. Okay. So. Gut? Ja. Die will aber, ne? Muss. So. Ah, das war nicht gut. Was? Da hat er jetzt etwas gemacht, siehst du? Ah. Jetzt fährt er nicht hoch. So. Schon eine Minute warten. Komm her. Machen wir mal auf das. Sind beide drin vorne? Nein, nein. Nur einer. Nur einer. Ja, das geht natürlich nicht. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, was seid ihr? Oh, nein, zwei braucht ihr. Zwei mal 24 Volt. Ja, eine geht bestimmt nicht. Dann müssen wir das erst fertig machen. Ja, hallo. Wir haben unsere Mi-2 in Polen einfach mit einem Reo mit Starthilfekabel jedes Mal gestartet, nachdem die ein Jahr im Regen gestanden ist. Und dann war die nach einer Minute lief das, dann konntest du das Kabel wegtun und diesen Reo wegpacken. Dann hast du mit der einen Turbine die zweite Turbine angemacht und dann war alles gut. So. Das ist bei dem gewesen. Jetzt bei diesem hier ist das leider alles ganz anders. Trotzdem scheint Mi-2-Experte Markus davon auszugehen, sie heute noch in die Luft zu bekommen. Wir haben den Hubschrauber umgedreht, weil er in eine Richtung offen ist, wo wir keine Gegenstände haben, keine Hindernisse haben. Und es ist halt immer noch ein Kontrollflug. Und sollte es ein Problem geben, haben wir nicht noch Material im Weg oder ein Haus oder Gegenstände. Das ist der einzige Grund. Ganz kurz, du lässt gleich an, ne? Ja. Dann gibst du mir ein Handzeichen, dann gehe ich hinten dran, mach die Zusatzbatterien ab, damit da nichts schmoren kann. Ist gut. Ne? Da bleibst du bitte bei mir links an der Tür. Mach ich. Oder ich rufe dich, dass ich mich ich bleib bei dir an der Tür. Nein, da erfrierst du. Sobald du mir sagst, das geht schon, sobald du mir einen Daumen gibst, dann mache ich die Batterien ab. Weil nicht, dass du jetzt beim Testflug da hinten einen Brand hast und kannst nicht handeln. Ja, genau. Jetzt wird es ernst. Zwei der umgebauten 24-Volt-Batterien sollen laut Markus reichen, um die beiden 400 PS-Turbinenmotoren zu starten. Viel Erfolg, Hals und Bein hoch. Es ist ein Sicherheitsaspekt. Der Markus ist ein sehr erfahrener Pilot und man will ja da nicht irgendwas riskieren, was nicht sein muss. Deswegen fliegt er jetzt erstmal alleine. Alles gut. Wenn das jetzt ja gut läuft, dann können wir ja mitfliegen. Dann haben wir ja heute noch unseren Spaß. So ein Kontrollflug ist natürlich jetzt der wichtigste Zeitpunkt. Jetzt stellt sich heraus, ob das Getriebe zu warm wird und ob das alles funktioniert, ob die Zahnräder, ob da nicht irgendwelche Vibrationen auftreten, ob da nicht irgendwo Kondenswasser an irgendeinem Blatt sich gebildet hat und das Ding plötzlich anfängt zu wackeln und zu schaukeln und sich auseinanderreißt, ob beide Turbinen genug Kraft entwickeln, ob die Öldrücke stimmen, ob die Temperaturen alle gleich bleiben und ob da plötzlich nicht irgendein Metalldetektor im Öl angeht und sagt, wir kriegen gerade hier ein Getriebe oder einen Turbinenschaden. Das ist schon ein kritischer Zeitpunkt. Abgesehen von den Risiken, wenn der Testflug schief geht, kostet das Michael und seine Crew wertvolle Zeit. Zeit, die sie nicht haben. So, idealerweise funktioniert das jetzt. Das Wetter zieht sich schon wieder ein bisschen zu. Wir müssen dann wirklich los. Das ist immer so ein Problem, wenn du so weit von zu Hause schraubst, dann hast du mit allem zu tun. Mit Schrauben, die nicht da sind, mit Wetter, mit Leuten, die nicht kommen, mit Sprit, mit Öl. Und jede Mist. Wenn irgendwas nicht klemmt, fährst du mit 8 Mann wieder nach Hause. Das ist ja unbezahlbar. Der Probeflug entscheidet alles. Geht es mit Michaels Neuanschaffung hoch hinaus? Oder wird der Kauf nur eine teure Bruchlandung?